So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, meine ganz außergewöhnliche Unboxing-Geschichte. Und zwar meine Beats Detox. Brauche mal wieder neue Stoffpolster. Ja, und ich gebe es zu, ich brauche so drei bis, ja, drei Paare im Jahr verschleiße ich. Gebe ich ganz offen zu. Meistens, weil ich sie dann mal kaputt mache oder sie rutschen, dann reißen sie rauf. Aber ihr kennt das Problem ja. So, und diesmal habe ich mir günstiger aus dem Internet bestellt. So, weil ich es leid bin, immer die teuren, die Originalen zu bestellen. Ihr wisst dann selber, sie kosten richtig Geld. Also werde ich jetzt mal die günstigen ausprobieren und natürlich auch zeigen, wie ihr die Polster ganz einfach von der Detox abbekommt. Also seid gespannt, weil es geht nur bei den Detox, glaube ich, so. Bei den Solos. Da müsst ihr es anders machen. Bei den Solos ist das so zum Beispiel, da müsst ihr hier ein bisschen weg und wo das farblich ist, ich würde mal sagen mit einem Brotmesser oder Küchenmesser zwischengehen und dann abknicken. Keine Angst, es kann nichts passieren. Und bei den Detox ist das sowas von kompliziert. Passt auf, ihr nehmt eine Hand, hier halten, die zweite Hand und dann drehen. Und das war's. So einfach. Und ihr seht selber, auch die teuren, naja, die verschleißen nach der Zeit. Und bei den Souls, da kann sein, dass ihr hier drei Imbusschlüssel aufschrauben müsst, weil wenn ihr sie rausbricht, weil die haben Pinne, die haben keinen Drehverschluss. So Pinne, die werden reingesteckt, feste, dann sind sie drinne. Und wenn ihr da mit dem Messer rausbricht, dann können meistens die runden Plastikkugeln abbrechen. Aber keine Angst, ist es nicht beschädigt. Dann gibt es drei Schrauben, die schraubt ihr auf, nehmt raus und macht einfach den Plastik darunter ab. Aber jetzt, ihr seht es selber, wie einfach es hier geht. Da ist einfach nur ein Drehverschluss. Die haben jetzt schon wieder ein paar Monate auf dem Puckel. Ihr seht, die zerfallen sogar schon. Jetzt kommen mal die günstigen. Und warum günstig? Weil sie keine 10 € gekostet haben. Ja, ihr habt richtig gehört. Und da will ich jetzt mal wirklich ausprobieren. Und natürlich jetzt den Qualitätsunterschied. Aber es sind ja ganz einfache Polster. Was soll da ein Qualitätsunterschied sein? Ihr seht selber. Das waren jetzt die teureren. Da ist gar kein so großer Unterschied. Überhaupt keiner. Bloß jetzt von hinten sind die hier weiß mit den Klemmen. Und die schwarz, also sonst gar nichts. Jetzt wollen wir, oh doch, die Aussparung, die ist etwas, ne, könnte auch sein, weil die hier noch nicht gebraucht sind. Aber jetzt erstmal gucken, die kommen so rum drauf. Das heißt, und dann drehen. Ja, müsste ich nur die richtige Stelle finden. Ja, und drauf. Man braucht nicht immer die teuren holen, weil das ist ja ein Verschleißteil. Leicht drehen. Ne, der will noch nicht. Den brauchen wir natürlich. Ach, da drehe ich in der falschen Richtung. Ja, in der falschen Richtung. Ne. So und nach dahin. Also doch so rum. Drauf. Ah, jetzt habe ich nicht alle mitgenommen, aber es funktioniert. Die eine Seite hat ja auch wunderbar geklappt. Dann werde ich die hier auch schon zum Klappen kriegen. Aber die Aussparung ist ein bisschen eng. Aber nichtsdestotrotz will ich das jetzt auf jeden Fall hinkriegen. So. Ne. Immer noch nicht. Das verstehe ich jetzt natürlich nicht. So drauf. Noch einmal gucken, so rum einklemmen. Ja, wieder nur einer. Also mache ich es gleich. Aber ihr seht es jetzt selber, wie einfach das ist, bei den Detox die Polster zu wechseln.
muss ich gleich noch einmal abmachen, aber ich will das Video nicht so lang ziehen. Falls Fragen kommen, ist er nicht richtig drauf. Einer fehlt, ich mache es gleich nochmal ab. Aber ihr seht es jetzt selber, der Qualitätsunterschied war nicht da. Der Farbunterschied zu das hochwertigere Leder auch nicht. Also, mir gefällt es auf jeden Fall. Es ist weich. Ich werde sie jetzt natürlich ausprobieren. Derjenige, der sich auch schon mal günstiger geholt hat, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich unten in die Kommentare, wie er sie findet, was er davon haltet, alle anderen sowieso und wie lange sie gehalten haben. Das kommt ja auch darauf um. Aber wie gesagt, ich verbrauche meistens 2, 3 Stück im Jahr gehen drauf. Aber das ist nicht nur, weil ich sie verschleiße, dann liegen lasse, dann irgendwo aufreiße oder sowas. Aber jetzt habe ich mir mal günstige geholt, wie gesagt. Und wo ich sie bestellt habe, versuche ich natürlich unter ein Video zu verlinken, wo ihr sie sicher, bequem und günstig bestellen könnt. Die Polster für die Detox, die Beat Detox auf jeden Fall. Aber wenn ihr die Solo habt, müsst ihr auch unter den Link gucken, ist auch mit drin, also der verkauft alle Sorten davon. Aber wie gesagt, die Solo, die haben ja diese Pinockel dran, wo ihr reinklemmen müsst. Das war's. Raus ist ein bisschen schwieriger. Bei den Detox ist es ganz einfach, ihr habt es jetzt gesehen. Und deshalb sage ich wie immer, das war mein Infovideo und sage jetzt, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.